Willkommen zurück in einer weiteren Runde Fallout New Vegas, wo die Sandstürme über die Kluft noch peitschen. So, dann wollen wir mal jetzt wieder in die Höhle des Abaddon. Sind wir hier gelandet? Müssen wir jetzt nur ein Stückchen wieder laufen. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Respawn. Oder wenn ich jetzt hier schnell durchlaufe, ohne Sneaky, dass ich jetzt nicht irgendwie noch eine Bombe reintrete oder so. Wobei, eigentlich unwahrscheinlich. Ja, die hatte ich schon gelootet. Das arme Hospiz hier. So, dann wollen wir jetzt hier mal rein. Ich habe noch ein bisschen Muni, 10mm und, jo. Das heißt, rein hier ins Ganze. Begrabene Gebäude. Dann bin ich mal gespannt. Metallkiste. Werkzeugkasten. Lass mal hier hoch. Mile. Okay. Steht da? I'm all alone. Ne, I am all alone. Okay, ja. Sorry, mein Englisch ist nicht das Beste. Und ich habe es auch kaum erkannt. So. Gut. Oha. Mann, gut, dass ich hier nochmal weggemacht habe. Oh, da freut sich doch unser Buchschredderer. Die gute Buchklappe. Nächste Woche in Die unglaubliche Odyssee von Ralphie, dem Roboter. Ralphie, schnell! Wenn dich der alte General Winters schnappt, schaffst du es nie bis nach Hause. Nein, Ralphie, flieg weit, flieg schnell. Schaltet auch nächsten Samstag wieder ein und seht den spannenden letzten Teil. Nur auf dem World Tech Kanal 9. Eddie? Was machst du hier ganz alleine? Und wer hat die alten Videos eingeschaltet? Komm, wir bringen dich in deine Ladestation. Morgen haben wir unseren großen Tag. Auf einmal wird mir so einiges klarer. Ist das dein Ziel, deine Heimat zu finden? Keine Angst, ich lass nicht zu, dass dich böse alte Generäle holen. Das kann ich verstehen. Was glaubst du, warum ich Kurier geworden bin? Los, Idee. Wir müssen weit fliegen und schnell fliegen, wenn wir uns am Ende der Kluft, wenn wir am Ende der Kluft kommen wollen. Das entschlossene Piepsen, das hat mein Herz jetzt erwärmt. Ah! So. Ach, ich muss die Ralphie-Poster antatschen. Okay, bringt das was, wenn wir die Ralphie-Poster antatschen? Ich weiß es noch nicht. Das heißt nicht jedes Poster, sondern nur die Ralphie-Poster. Ich dachte, dass diese Explosion, das tief in die Kluft hinabstürzende Gebäude, dein Werk gewesen ist. Hat dich nicht getötet, aber fast. Ich wusste, dass du es überlebst. Du musst nicht weiterziehen. Ich habe, was ich brauche. Die Maschine, versiegelt im Hopewell-Silo. Jemand musste sie freischalten und herbringen. Das Signal ist jetzt stark genug. Du musst sie nicht mehr mitnehmen. Sie kommt von selbst. Wie? Idee? Du hast ihm einen Namen gegeben. Was war es für dich? Gefährte? Sklave? Waffe? Alles zusammen.
aber vor allem ein Bote. Er ist ein Bote, wie wir. Und er ist ein Teil unserer Geschichte. Wenn du seinen Verlust spürst, denk daran, dass du dich jederzeit hättest abwenden und nach Hause gehen können. Nichts von dem wäre passiert. Aber du hattest noch eine letzte Lieferung. Und darum wusste ich, dass du kommen würdest, Kurier. Du konntest einfach nicht wegbleiben. Du nimmst mir Ideen nicht weg. Die Maschine, die du mitgebracht hast, gehört jetzt mir. Sie kommt nach Hause. Ich werde sie ganz auseinandernehmen, um zu sehen, was geschieht. Wichtig ist nur, was in dieser Maschine war. Alle Maschinen hier bestehen aus Wrackteilen aus der Kluft. Wie alles, was hergebracht wurde. Er trägt die Nachricht, die du mitgebracht hast, in sich. Und er tut das, wofür er programmiert wurde. Er tut alles, um nach Hause zu kommen. Die Riesen hier werden zuhören. Ich bringe dir die Kluft nach Hause, in deine Nation. Lass ihre Flagge wie die Kluft brennen. Big Mountain Zugriffscode. Ulysses. Befehle außer Kraft setzen. Navarro. Ich bring den Typen um. Ich bring ihn um. Ist mir scheißegal. Ich bring ihn um. Keiner klaut mir Idee. Ulysses hat die Kontrolle über Idee erlangt. Sie haben Idee als Begleiter verloren. Alles, was er dabei hatte, geht in ihren Besitz über. Sie haben Idees extra verbesserte Sensoren verloren. Ich werde dich sowas von jagen, Kollege. Ich hoffe für dich, dass du am Ende dastehst. Ich werde dir so viel 10 mm in den Hintern pusten. Ich glaube, ich hol gleich den Raketenwerfer. Das ist schon eher was für dich. Oh, nee, ey. Klaut er mir mein Robi? Nee, da kenne ich auch keine Späße. Das gibt Ärger, mein Freund. Das gibt Ärger. Nee. Gnade dir Gott, wenn ich dich finde. Du hast mir nur nichts getan, weil du unbedingt Idee haben wolltest. Nichts anderes. Das heißt, jetzt wirst du mich auch angreifen. Die ganzen Schlägertrupps und ähnliches. Die hast du mir nur zur Ablenkung dagelassen. Wart ab, Kollege. Warte ab. Wenn ich dich in die Finger krieg, dann bist du fällig. Ist hier irgendwo ein Sprengkopf? Oder warum geht die Radioaktivität hier gerade hoch? Ich gehe mal davon aus, es ist von der Enklave, weil das sind die Enklave-Boxen. Du bist für alle Zeiten mein bester Freund. Ja, dich werde ich jetzt nicht auch noch verlieren. Ich glaube, dann rast dich ab. Dann laufe ich Amok. Laufe ich jetzt schon, aber das ist eine andere Sache. Ich habe das richtig gesehen, ne? Ja. Da warten gleich Freunde auf mich. Andersartige Freunde. Gut, dann kann die das Schulter-MG mal zeigen, was es drauf hat. Achtung, fertig, kämpfen. Weil das wird gleich richtig wehtun sonst. Aua.
Das tat sogar richtig, richtig weh. Stimpak zur Autoinjektion wird mir jetzt nicht viel bringen. Ich nehme mal nochmal den Schadens ein bisschen rein. Sonderbares Fleisch, nee. Wir hauen den Schlitzer rein. Den Turbo. Den Rebound. Auch wenn ich jetzt abhängig bin, das ist egal. So, dann nochmal Nudeln. Maulwurfseintopf. MRE. Der wird mich gleich mal richtig regenerieren sehen hier. Hab so viel Fleisch bei. Oh. Das tat sehr, sehr weh. So. Okay. Hat schon alles aufgehört zu wirken. Ich hätte doch Stärkeres reinmachen sollen. So, Bittertrank. Und nochmal das Brahmin Steak. Na, die hauen richtig rein. So, bin wieder voll. Mhm. Vorsichtig bleiben, hier ist noch irgendjemand. Vielleicht eine Todeskralle. Vielleicht auch was anderes. Irgendjemand, irgendwas ist hier noch. Drei Stück. Mhm. Weiß schon ganz genau, warum man hier Raketen kriegt. Ja, wenn ich voll bin, dann muss ich sowieso nach Hause. Dann hole ich mir nochmal das rote. Den roten Werfer. Schlitzer hat schon aufgehört. Shit. Was macht da eigentlich Rebound für negativ? Tod befunden, Brahmin Steak, Medex Entzug habe ich jetzt hier noch und ich habe zu viele Effekte. Barrett, nee. Zeigt er mir gerade nicht an. Gut, aber ich habe euch da oben schon mal gesehen. Euch hat es schon mal zersäbelt. Und hier hinten haben wir noch mal ein Zeichen. Okay. Ich bin auch in der Decke hängen. Ui, jetzt wird's ja aber duster. Okay. RNK, was? Funk? Funksignalfeuer. Mayday, Mayday, Mayday! RNK-Soldatin Gleason bittet alle um Hilfe, die diesen Kanal abhören. Meine Einheit wurde ausgelöscht und ich werde an einem Ort namens die Kluft von einer gottverdammten Todeskralle festgenagelt. Bisher konnte ich sie mit Leuchtkörpern abschrecken, aber ich habe keinen Sprengstoff, um das Ding zu töten. Brauche Hilfe, brauche Hilfe! Mayday, Mayday, Mayday! RNK-Soldatin Gleason bittet alle um Hilfe, die diesen Kanal abhören. Okay. Gut, das sollte ich mal nicht. Also, wie gesagt, Todeskrallen hier drin sind wirklich strong.
Selbst in der Power Armor halte ich maximal 4 Schläge durch. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Rar. Okay. Das reicht noch nicht mal. Doch. Es reicht. Das war jetzt aber eine dicke Todeskralle. Raw's Kralle. Diese Kralle ist größer und furchterregender als die der kleineren Todeskrallen. Wenn sie eine Werkbank finden, können sie sich daraus vielleicht eine Waffe bauen. Ah, Todeskrallenhandschuh. Incoming. Ach, guck mal an. Da ist noch ein Sprengsatz. Okay. Das heißt, die Tür war verschlossen. Oho, 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 oho. Ist da sonst noch irgendwas? Du bist für alle Zeiten mein bester Freund. Du, meiner auch. Dich werde ich nicht verlieren. Was haben wir hier noch? Plasmapistole, Energiezellen. Mhm. So das Übliche. Aber sonst haben wir hier auch nicht mehr. Gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Die 100 Schuss habe ich noch. Dürfte vielleicht ausreichend sein. Für die nächsten zwei Todeskrallen. Und das knallt hier überall Schluss nur noch. Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Den hat's erledigt. Genauso wie dich. Zu Ende. Ihr nennt euch Speer? Vergesst es. Ich spähe zuerst. Das war ziemlich weit weg von meiner Position. Mit Armer. Na komm, das Bein machen wir auch nochmal. Ich werde mir jetzt mal den Fixer reindrücken. So. Ich hoffe, ich komme da oben dann noch hin. Oder an, oder wie auch immer. Da ist noch ein Kühlschrank. Ich hoffe, ich komme da dann auch wieder raus. Aber erstmal... Eisgekühlte Nuka-Cola. Nuka-Cola, eisgekühlt. Dazu ein bisschen Sunset. Ja, dann bin ich wohl gerührt. Mhm. Kaffeetasse. Jetzt hab ich mich wieder erschrocken hier. irgendwas ist noch hier. Sieht eigentlich meine Rüstung aus, indem ich zwei Schläge abgekriegt habe. Ah, wie gesagt, es ist halt nie keine PA. Ist halt eher eine Schleichrüstung. Gegen Todeskrallen habe ich damit halt echt ein Problem. So, den Jäger kriege ich noch mit und dann bin ich überlastet. Na komm, erstmal kurz den Effekt raus. Bogenschweißgerät. Haben wir noch ein Messer, Plasmapistole. Wir haben eigentlich relativ viel, aber nichts, was mir jetzt irgendwie hilft. Zum
zusammenlegen. Naja gut, ich kann die Freizeitklamotten hier mal zusammenlegen. Rüstung des Soldaten. Hier haben wir noch eine Business-Rüstung. Und hier haben wir noch was zum Schmuddel, aber auch das nicht. Vorkriegshüte. Vorkriegsbalsam, Vorkriegsmütze. Auch wurscht in welche Richtung. Reicht aber nicht. Reicht einfach nicht. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie was verwenden, was wir vielleicht noch brauchen. Gut, ich mach erstmal Großhorn, Großhorn. Da, Großhornsteak. Dann holen wir uns wenigstens, versuchen wir wenigstens noch die restlichen Leichen hier abzuholen. Wie weit sind wir denn eigentlich jetzt hier schon? Wir haben hier hinten noch Abwasserkanäle, Abfallentsorgung und Ulysses Tempel. Das sah eben erst aus wie eine Leiche. Ja, jetzt bin ich auch überlastet. Und da hinten ist nochmal einer auf dem Blitz. Okay, da habe ich irgendwas oder irgendjemand in die Luft gejagt. Das ist doch ganz cool. Das ist doch ganz cool. Ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück und entrümpel mich. Ich habe jetzt halt Idee nicht mehr. Das würde mir jetzt echt das wenn Feinde in der Nähe sind. Der ist direkt über mir oder so. Ah, verdammt. Zeit zum Kämpfen. So, sind immer noch Feinde in der Nähe? Ja. Das war's. Gut, sie hat jetzt gesagt, das war's. Zählt das schon? Nee. Ich habe halt jetzt nicht die verbesserten Sensoren. Das ist halt so mein Problem. Wenn ich jetzt aber vor reingehe, so total überladen. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt Idee nicht mehr. Kann da jetzt auch nichts gegen machen. Gut, ich könnte nochmal kurz, damit wir dann halt ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ich könnte nochmal ein bisschen was essen oder trinken. Ich könnte Wasser wegtrinken. So, dann bin ich geradezu und leicht. Und hier ist eigentlich auch nochmal ein Problem. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Die Frage ist ja, wer hat mich jetzt hier noch auf dem Kickhorn? Der hier sieht ganz schön zäh aus. Das Problem ist, ich sehe ihn ja noch nicht mal. Das war's. Ja. Ich sehe den ja noch nicht mal. Zeit zum Kämpfen. Kann ihn ja so rausholen. Aus seiner Deckung. Ah, hier war noch ein... Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? War noch ein Duca Cola drin. Bösewichte wurden besiegt. Ja, aber die haben halt Wahrnehmung bis zum geht nicht mehr. Das ist der Wahnsinn. Entweder ist da jetzt noch eine Todeskralle oder irgendwas in der Richtung. Kampf zu Ende. Oder sind halt wirklich die Leute, weil die haben echt krasse Wahrnehmung. Ziemlich krasse Wahrnehmung. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Na, komme ich hier wieder hoch? Problem, ich kann halt jetzt nicht springen oder so.
Dementsprechend muss ich jetzt hier den ganzen Weg nach oben wieder selbst zu Fuß zurückgehen, aber es ist halt zu risikohaft. So, ich trinke nochmal Wasser runter. Also das Hornstick funktioniert auch nicht mehr. So. Damit wir uns wenigstens ein bisschen bewegen können. Hat mich immer noch. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Hat mich immer noch. Ist ein bisschen, lässt auch nicht ab. Wieso ist denn jetzt Gefahr und wieso ist denn jetzt Vorsicht? Wie? Aber keine Ahnung, ob jetzt hier noch irgendwo einer ist. Kampf zu Ende. Gut, da war ein Tunnelgräber wieder. Fertig. Kämpfen. Selbst die halt lassen mich ab, wenn sie mich... Bösewichter wurden besiegt. Wiedersehen. Oh oh. Ja, oh oh. Gut. Das ist jetzt noch einer. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt kommen hier nur noch Gegner wieder. Das ist doof. Das wollen wir nicht. So, ich hab gleich das ganze Wasser weggesoffen. Zeit zum Kämpfen. Im Laufschritt. So, den will ich jetzt noch haben. Ja, es war schon fast alles. Das war schon fast alles. Aber ich hoffe, jetzt kommt hier nicht noch einer aus den Höhlen raus. Und die lassen mich jetzt hier einfach abdüsen, schnell. Ja gut, ich kann ja dann auch wieder zum Motel direkt porten. Aber ich muss mich erstmal vorher leer machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.